Servus, hallo und herzlich willkommen zurück zu Golden Sun Part 9. Im letzten Part haben wir den Jin Kiesel bekommen und er zeigt uns jetzt, wie man ihn im Kampf beschwört. Team von Isaac greift zuerst an. Wähle dieses Kommando, um mich in den Kampf zu schicken. Ja. Das ist alles, was du tun musst, um einen verbündeten Jin freizusetzen. Isaac entfesselt Kiesel. Zombie nimmt 30 Schaden. Garrett schützt sich. Hast du gesehen, als du mich freigesetzt hast, habe ich mit meiner mächtigen, steinschmetternden Faust angegriffen. Nachdem wir freigesetzt worden sind, warten wir Jins darauf, beschworen zu werden. Jins im Standby-Modus verfügen über noch größere Kräfte. So, und das wird jetzt richtig geil. Isaac beschwört Venus. Siehst du, wir Jins sind doch wirklich nützlich, oder? Und noch etwas. Nachdem ein Jin beschworen wurde, braucht es einige Zeit, um sich wieder zu erholen. Sobald wir uns erholt haben, verbünden wir uns automatisch wieder mit dir und sind bereit zum Angriff. Von einem Bündnis aus gehen wir in den Standby-Modus. Dann erholen wir uns und anschließend verbünden wir uns wieder. Das ist die einfachste Methode, uns einzusetzen. Hast du das alles verstanden? Yep. Ach ja, wenn du noch mehr über Jins erfahren möchtest, sieh dir das Hilfemenü an, okay? Ja, alles klar. Danke. Gut, ich begleite dich jetzt. Nochmals vielen Dank. Bitte setze uns Jins mit Bedacht ein. Der Venus-Jin-Kiesel folgt Isaac. Ist natürlich so, dass später die Animationen ein bisschen besser aussehen. Schauen wir uns kurz mal um. Ist der jetzt auch ausgerüstet? Genau, er ist jetzt rot. Das bedeutet, den kann ich jetzt nicht wirklich einsetzen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Wo müssen wir eigentlich hin? Hier erwarten uns selbstverständlich auch Kämpfe. Und je nachdem, wo wir hier auf der Oberweltkarte entlanglaufen... Ah, Moment, lass mich mal sehen. Können wir ihn schon rufen? Könnten wir schon machen. Aber... okay. Ja, wir rufen ihn einfach mal, was soll's. So. Einfach, jetzt habt ihr's gesehen. Nochmal. Kiesel ist jetzt gelb. Was mich interessiert ist, haben die neue Fähigkeiten? Nein, haben sie erstmal noch nicht. Was ich vorhin sagen wollte, ist, je nachdem, wo ich auf der Landkarte umherstreife, ändert sich der Hintergrund. Und ihr habt es gehört, Kiesel ist wieder einsatzbereit. Das dauert gar nicht so lange, man muss eben ein bisschen rumlaufen. Ein Blender erscheint. Und dann kann man die Biester eben einsetzen. Oh. Ist ganz schön stark, das Viech mit 12 Schaden. Huah! Erdbeben der Klasse Junker wurde erlernt. Okay. Das ist jetzt eine neue Psi-Fähigkeit. Schauen wir uns die doch kurz mal an. Vielleicht im Status. Ja, da seht ihr es, wer wie viele Jins bei sich trägt. Details. Junker normal. Wo kann ich denn sehen? Ach da, okay. Beben oder Erdbeben kann im Kampf eingesetzt werden. Ihr seht die Punkte auch rechts. Das bedeutet, auf wie viele Flächen sich das verteilt. Also hier nur auf einen Gegner. Wenn das jetzt eine Attacke wäre, diesen weißen Strich meine ich rechts. Das Beben würde sich eben auf einen Gegner stark verteilen und auf zwei schwächer. Und hier auf einen stark, auf zwei schwächer und auf die zwei, die noch weiter außen liegen, noch schwächer. Die Kugel, die dabei zu sehen ist, ist natürlich mit Elementar zu verstehen. Gelb in dem Fall Erde. Klar, Erdbeben. Ist ja logisch. Ich bin auch gespannt, ob ich selbst alle Jins wiederfinde. Ich habe da so ein bisschen meine Bedenken. Aber es wird schon. Ich hoffe zumindest, dass es wird. Jetzt können wir den Jin auch wieder einsetzen. Okay. Hau mal rein.
36 Schaden. Und normal hätte ich eben nur so um die 10, 12. Und jetzt ist er auch wieder rot. Genau, weil ich ihn schon eingesetzt habe. Gehen wir mal in die nächste Stadt. Wir sehen keine Sekunde länger an, wir können keine Sekunde länger an einem so gefährlichen Ort bleiben. Wir kehren sofort nach Calais zurück. Ja, die Kutschen sind genauso groß wie die Stadt. Macht euch nicht lustig darüber. Das war damals eben so. Meister Hammett, das ist schrecklich. Die Brücke wurde zerstört. Wir können nicht weiter nach Süden fahren. Wie? Die Brücke? Das ist fürchterlich. Sollen wir es jetzt nach Calais kommen? Meister Hammett, ich mache mir Sorgen, weil wir Ivan zurückgelassen haben. So gern ich Ivan auch habe. Es war seine Schuld, dass mein Stab gestohlen wurde. Und seine merkwürdigen Kräfte werden ihm helfen, den Stab wiederzufinden. Ivan hat merkwürdige Kräfte? Oh oh. Wir müssen diesen gefährlichen Ort sofort verlassen. Aber wohin? Wohin sollen wir gehen? Uns bleibt keine Wahl. Wir fahren in Richtung Norden. Wenn wir nach Norden fahren, landen wir in der Lumpa. Immer noch besser, als von Felsbrocken erschlagen zu werden, oder? Höher, Pferdchen! Höher! Das war auch ein dezenter Hinweis. Wir sind in Fold. Das war auch ein dezenter Hinweis, dass es im Süden nicht weitergeht. So, was geht hier? Willkommen in Fold, die Stadt im Herzen von Angara. Ist das ein Psi-Stein? Dieser Felsbrocken wurde vom Vulkan bis hierher geschleudert. Sieht er nicht eigenartig aus? Er funkelt wie ein Edelstein. Kann ich den nicht irgendwie aufnehmen? Dieser Felsbrocken... Ach, okay, ich dachte, dass er das dann untersucht. Nee. Isaac untersucht das Fass, kann aber nichts finden. Geschichten von Fold Teil 1. Hier steht, der Name bedeutet, an einem kleinen Ort gefangen sein. Ist doch mal gut zu wissen. Wäre dieser Brocken Edelsteine, wären wir steinreich. Das wäre echt super. Gibt's da oben noch was? Wie er sie wegschuckt. Angaras Edelsteine. Doch hier stehen nichts über den Felsbrocken auf dem Tisch. Er schuckt sie tatsächlich weg. Kann ich dich auch wegschucken? Nee, kann ich nicht. Das geht nur mit frei begehbaren Leuten. Falls sie einem im Weg stehen, dass man nicht weiter kann. Ist das oben ein Grab? Keine Ahnung. In der Holzkiste gibt es nichts. Auch hier nicht. Am Holzstapel. Ist der Djinn wieder einsatzbereit? Nee, noch nicht. Das müsste ein Einkaufsladen sein. Willkommen, wir haben genau, was du brauchst. Das wäre ein Artefakt? Momentan haben wir nicht viele Raritäten im Angebot, aber besucht uns trotzdem bald wieder. Du kannst dich hier gerne umsehen. Wir können auch unsere Waffen reparieren. Was soll ich reparieren? Also A steht halt im Endeffekt, ob das dann gut ist oder nicht. Ich würde sagen, die Kleidung ist noch in Ordnung so. Wir könnten Dinge verkaufen oder wir könnten auch Sachen kaufen. Hier haben wir ein Heilkraut. Oder etwas, das uns Vergiftungen heilt. Das kaufen wir doch ein paar Mal ein. Für wen soll es sein? Ich weiß gar nicht. Ist das Inventar denn begrenzt für die einzelnen Personen? Ich gebe es mal Isaac. Und hier steht, wie viele wir davon kaufen können. In dem Fall eben 23. Dann ist unsere Kohle verbraucht. Aber wir kaufen einfach mal 5 Stück. Das reicht so. Gut, hier, bitte. Darf es noch etwas sein? Pommes, ich will... Na... Vielen Dank, dass ihr uns... ihr seid uns jederzeit willkommen. Irre ich mich? Oder fehlt mir etwas? Ah, demenzkranke Menschen. Seit dem Ausbruch fragt sich Großvater, ob wir bestohlen worden sind. Er weiß nicht mal, dass wir nichts besitzen, was man uns stehlen könnte. Auch hier im Haus gibt es nichts. Oh doch! Eine Schlafbombe!
Ob ich noch dazu komme, dieses Item einzusetzen? Wie gesagt, ich bin ja kein so riesiger Item-Freund. Da oben habe ich Waffen gesehen. Geh weg, Oma. So, Waffen. Yeah, Waffen. Ich kann euch alles über Rüstungen sagen. Das ist mir egal. Ich will Waffen. Hereinspaziert. Sieh dir nur unsere guten Waffen an. Was darf's denn sein? Ich hoffe tatsächlich, dass sie gut sind. Was haben wir hier? Eine Keule, eine Axt, ein Dolch oder ein Langschwert? Die Preise sind ja noch relativ in Ordnung. Die Axt, die kann jetzt jeder einsetzen. Ich schaue einfach mal, also Isaac hat gerade viel mehr Attack Points. Würde ich sagen, kriegt die Garrett. Hier, bitteschön. Möchtest du es gleich anlegen, Garrett? Ja. Du siehst schon viel verwegener aus. Ich biete 90 Münzen für Kursschwert. Ja, bitte. Also gut, ich kaufe es. Hier hast du dein Geld. Lass mich dir als Zeichen meiner Dankbarkeit ein Spieleticket geben. Wer soll das Spieleticket bekommen? Das kriegt Garrett. Hier, bitteschön. Also ihr seht, das ist so unglaublich benutzerfreundlich gemacht. Man kann Sachen kaufen und sofort verkaufen, ohne ständig im Menü rummolochen zu müssen. Das ist natürlich super. Darf es noch etwas sein? Weiß ich nicht. Können wir noch irgendwas verkaufen? Haben wir da noch irgendwas? So Rauchbombe? Was gibt denn mir für die Rauchbombe? Wir wollen den Marsstein verkaufen. Den brauchen wir eh nicht. Nee, passt schon. Dankeschön. Ihr seid uns jederzeit herzlich willkommen. Mann mit Glatze, du bist mir sympathisch. Fette Axt ist schon mal gut. Ich glaube, in dem Chaos während des Vulkanausbruchs sind einige Leute beraubt worden. Diese Reisenden sind sehr überstürzt wieder aufgebrochen. Es scheint beinahe so, als wären sie auf der Flucht gewesen. Hast du sie unterwegs gesehen? Ja, habe ich. Nein, nicht Meister Hammett. Es war eine Gruppe von 2 Frauen und 4 Männern. Oh? Sie waren schon ein wenig eigenartig. Das junge Mädchen und der ältere Mann sahen so aus, als wären sie nicht gerne mit den anderen unterwegs. Ah, jetzt, ne? Hier, unsere Diebe und so. Bleib stehen, Kinder! Ivan, dieser arme Kerl, sie haben ihn beim Bürgermeister zurückgelassen, damit er nach dem gestohlenen Stab suchen kann. Das ist doch schon mal ein Anhaltspunkt, wir müssen also zum Bürgermeister. Die Karawane von Meister Hammett hat gleich nach dem Ende des Ausbruchs die Stadt verlassen. Ich glaube, der Vulkan hat ihn ganz schön erschreckt. Ein glühender Felsbrocken hat ein Loch in das Dach gebrannt. Immer muss ich mich um solche Dinge kümmern. Hey, ich könnte doch meine Psi... Ah, vielleicht sollte ich das nicht so laut sagen. Ich hab nichts gesagt. War der Ausbruch des Alefbergs nicht unglaublich? Ja, und ich war sogar dabei. Ich war so von Angst erfüllt, dass ich tagelang keinen Schlaf gefunden habe. Tagelang? Das ist schon Tage her? Da geht's also auch nach oben. Das behalte ich einfach mal im Hinterkopf. Hier gehen wir also wieder raus. Spielt wohl auch keine Rolle, von welcher Seite wir in die Stadt kommen. So. Wir kommen dann immer wieder oben raus. Meister Hammetts Diener kann erst wieder nach Killay zurückkehren, wenn er den Stab wiedergefunden hat. Er scheint wohl irgendwo da zu sein, okay. Du bist doch ein der Abenteurer, oder? Es ist beeindruckend zu sehen, dass Jugendliche wie ihr auf einer so gefahrvollen Reise gehen. Wie komme ich denn da hoch? Ah, da hinten. Da war doch die Treppe. Ich glaube, die ist auch dafür zu benutzen. Genau. Schauen wir uns erstmal da um. Da ist leider nichts drin. Ich denke, das wird wohl das Rathaus darstellen. Ich bin mir natürlich nicht sicher. Was hast du verbrochen? Beschuldigst du uns etwa, Meister Hammetts Stab gestohlen zu haben? Da speichere ich kurz. Nö. Ha, sicher, ich wusste es, dass du zu clever bist, um irgendwelche Gerüchte Glauben zu schenken. Aber das waren wir nicht wir. Wir wissen nicht mal, was überhaupt gestohlen worden ist. Ja, wir beschuldigen dich. Hey, nur weil wir neu in der Stadt sind, heißt das noch lange nicht, dass wir ein Haufen von Dieben sind. Abgesehen davon, kannst du es gar nicht beweisen. Vielleicht ja doch. Ein Hund. Uff, uff. Können wir lesen, was das für Grabsteine sind? Nee, nicht wirklich. Sieht nicht danach aus. Im Grab kann ich nichts finden, da kann ich aber rüberspringen. Niemand begeht unter meinen wachsamen Augen einen Diebstahl. Wir wissen, dass
die Diebe nicht von hier sind. Sie müssen von außerhalb gekommen sein. Können wir uns da oben umsehen? Er müsste ja einmal im Kreis laufen können, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Ah, da ist eine Höhle. Da komme ich aber so noch nicht ran. Mal gucken. Sprechen wir noch mit dem da oben. Ah, da oben ist ein Djinn. Der wertvolle Stab von Meister Hammett, einem reichen Landbesitzer und Händler aus Calais, wurde gestohlen. Er war deswegen sehr aufgebracht. Was Ivan zu der Geschichte zu sagen hat und ob wir den Djinn da oben noch im nächsten Part holen werden, das erfahrt ihr im nächsten Part. Bis dann!